έχω 19, έχει Roger Beef, δεν έχει. Οι πατητές νοιάζονται, ας πούμε, γιατί σου λέω, θα με καταλάβουν αυτό το Roger Beef. Na sehr gut, grüße dich, Werner. Da ist immer irgendeine spanische Station dazwischen. Ich hoffe, du kannst mir halbwegs aufnehmen. Ich bin da oben am Kahlenberg derzeit mit der Handgurke. Ja, wie komme ich zu dir um in den 20. Bezirk, zu dir? Ja, wie gesagt, 9 plus 10, ja, der 5. Ja, ist ja keine Entfernung da von mir zu dir. Ich hoffe, du hörst dich auch so halbwegs. Oder? Relativ, richtig. Na, halbwegs ist es untertrieben, ich höre dich da spitzenmäßig. Gell? Also ich bin da heute mit dem Bus raufgefahren. Wir sind da heute unterwegs mit dem öffentlichen Reisebus, also städtischen Linienbus, nicht Reisebus, so Blödsinn. Mit dem Linienbus, weißt du, habe ich eine Jahreskarten und da bin ich heute jetzt am Kahlenberg raufgefahren und dann gehen wir um auf den Leopoldsberg und von Leopoldsberg gehen wir dann runter zum Kahlenberg, ins Kahlenbergdorf und vom Kahlenbergdorf, dort gehen wir zum Heiring und von dort fahren wir wieder nach ein paar Vierteln, fahren wir dann nicht mehr im Auto heim, sondern wieder mit dem Bus. Gell? Ich hoffe, das ist durchgekommen. Nein, kommt spitzenmäßig zu dir nochmal, Werner. Ja, ist einwandfrei durchgekommen. Ich hoffe, du hörst ihn. Wie gesagt, der Spanier ist auch drauf, ich sehe schon. Weil schon langsam rufen sie uns alle schon von ganz Europa. Wie gesagt, von Italien über Spanien, über Deutschland, alles. Also, so wie es ausschaut, die verteilen natürlich das. Na super, geht das. Das geht, wird in Europa angenommen worden sein, so wie es ausschaut. In Europa, nicht in Österreich, sondern in Europa. Ja, sehr gut. Ja, also das heißt, dein Gateway hört man in ganz Europa. Naja, nicht schlecht. Gut, hast du ja einen super Standort, Werner, gell? Na, Wetter passt auch da oben. Jetzt kommt die Sonne sogar raus. Vorhin haben sie gesagt Regen, aber schaut dann nicht danach aus. Umso besser, einen Schirm habe ich mit. Immer wenn man ihn mit hat, bringt es nicht. Und wenn ich ihn nicht mit hab, dann regnet es. Aber gut, also noch nicht aller Tage Abend. Das kann ja nur wieder kommen. Dabei passt es. Na, super. Tolle Aussicht ist auch heute. Also man sieht da wirklich über ganz Wien, gell, auf der Aussichtsterrasse. Und ja, wir werden dann nachher weitergehen. Ich melde mich dann später noch einmal, Werner. Ist das in Ordnung? Ich wünsche dir einen schönen Wandertag. Schöne Grüße an den Hintergrund. Und danke. In diesem Sinne da. Danke, Werner. Und einen schönen Tag. Und danke. Und dann für Sie was unten bis in Kahlenberg dürfen, dass dann auch noch für die Dings kommt. Ich habe gesagt, nur informativ, bei meiner 827er Megarange ist ein Element eingefahren. Echt? Aber trotzdem funktioniert das ganze Ding. Momentan eine Stelle von 1,8, aber im Prinzip ist wurscht, es funktioniert. Ich habe mich gerade auf die Pinakida gebracht. Ich habe die Gratis, ich habe die Kikloforusa, ich habe die Wolfsamatis. Ich habe die Wolfsamatis. Ich habe die Spanier. Ich habe die Spanier. Ja, ist alles durchgekommen. Ich habe jetzt in Spanien ein bisschen zugehört, gell? Oder ich glaube, Spanien war das. Nein, funktioniert trotzdem tadellos. Gell? Hat sich das gelockert, das eine Element, oder warum ist das reingerutscht? Oder ist das bewusst reingefahren, dass du nicht so weit so eine Reichweite hast, Thai? Ja, doch, du hast Thai, also wie gesagt, das ist auf den großen Mosten. Nein, ja. Ich schätze, dass das auch noch für sich reingefahren ist. Wieder fehlt eine Diebe tot, wie gesagt, bei der Hochzeit bei mir, die K28, die hat auch einen roten Bereich. Alles klar. Da ist zusammen der Blitz, also hat er mal einen Porsche gemacht und so weiter. Es hat sogar der Start 1 und der Dagobert gehört. Aha. Sag ich, ja, ist in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, ich kann da, glaube ich, irgendeiner hat, glaube ich, Fotos gemacht von einer kilometer Entfernung, da kann ich nicht anzahl schicken. Aber ich dachte, okay, auch nicht schlecht. So wie ich seitlich geschaut habe, denke mir auch, super, Leiberstäben 1:1,8. Super. Also haben wir gedacht, no, oder 1:2, kann man sagen, von 1:2 kann man bald sagen, ne? Also 1:2. Na, super. Ja. Aber macht nichts, das funktioniert noch gut. Also dann schönen Wandertag da. Danke. Und bin wieder ein bisschen im Hintergrund, gell? Danke, Werner, dann habe ich später, wie gesagt, ich bin mit der Handgurke unterwegs und ich melde mich dann vom Leopoldsberg oder so, brecke mich wieder ein. Gell? Also dann bis später, danke auf jeden Fall fürs nette, kurze QSO. Okay, bitte, tschüss, auf Wiedersehen, schöne Grüße an den Hintergrund. Danke, danke. So, also ihr seht, es funktioniert da perfekt mit der Handgurke, abgestimmte Gummiwurst, ja, und sogar die Spanier kommen da rein. Ja, sogar die Spanier kommen da rein. Gut, also dann, ich melde mich dann später noch einmal. Viert euch dabei. Elisabethinen. Linz.
gut hat, haben sie dann angerufen. Ja, Hirschkäfer ist das, gell? Ein netter, großer Hirschkäfer. Setzt man wieder in die Botanik raus, gell? So, da schauen wir mal, ob man da wer aufnehmen kann. Vespa 300 am Fernsprechapparat. Ist da wer ein QRV? Break? Schauen wir mal, ob wir da jetzt mit dem Herrn. Oder auch nicht. Servus, Sant 1 da von der Vespa 300. Ich bin da jetzt zu Fuß heute unterwegs mit der Handgurke. Gell? Ich bin da heute der Handgurken-Gummi-Wurstfunker. Und ich stehe gerade mit der Handgurke auf dem Leopoldsberg. Ich hoffe, du kannst mich so halbwegs aufnehmen. Zu dir, Sant 1. Super, super. Einwandfrei. Einwandfrei, na sehr gut. Na sehr gut, das freut mich, wenn ich einwandfrei ankomme. Vorhin habe ich mit Werner gesplaudert, gell? Da war ich allerdings da am Kahlenberg, das ist da ein bisschen weiter weg. Jetzt bin ich zu Fuß vom Kahlenberg da am Leopoldsberg gegangen. Einer der beiden Wiener Hausberge. Ich meine, es gibt ein bisschen mehr Hausberge. Aber der Leopoldsberg ist, wie gesagt, auch ein toller Hausberg mit schöner Sicht heute über Wien. Gell? Vorhin habe ich mit dem Werner plaudert. Ja, und jetzt, wie gesagt, heute Leopoldsberg und heute nicht mit dem E-Bike und auch nicht mit dem Kfz, also nichts motorisiert, sondern mit der Jahreskarte, mit den Öffis unterwegs. Das geht super in Wien. Ja. So, Wien hat ja einer der besten Öffis-Netzwerke Fahrpläne. Und ja, in Wien braucht man weder Auto noch ein Fahrrad. Ja, am stressfreiesten ist man einfach mit den Öffis unterwegs. Gell, zu dir noch einmal, Sat 1. Ja, schauen wir mal. Genau. Servus, Alfred. Ja, grüß dich. Ja, ich grüße natürlich die andere Runde auch, die Sonntagsrunde. Grüß dich da von der Vespa 300, gell? So, da ist. Was sagt er? Was hat er gesagt? Grüß euch alle miteinander. Danke, Vespa, für deine Nachricht. Gell? Danke vielmals. Ja, gerne. Nichts zu danken, Alfred. Wie gesagt, ich habe da zwei Kabeltypen geschickt. Ja. Ist natürlich eine Preisfrage. Ja, das günstigere ist nicht ganz so gut, aber trotzdem um Ecken, um Häuser besser als das 213er. Also such da eins aus. Gell? Ich habe da die Spiegellänge jeweils dazu ausgerechnet. Ja, in der Länge würde ich es verlegen und damit sollte es dann alles getan haben, was man tun kann. Mehr kann man eh nicht machen, Alfred. Gell? Zu dir nochmal. So. Ja, nein, es wird das teurere und die Längen habe ich auch und ich schaue, dass ich auch gleich fertig montierte Sticker kriege. Na super. Na super, ja, also das teurere, ja, das investiert man einmal und dann hat man ja 30 Jahre Ruhe. Hoffentlich, gell. Und das Einzige, was halt bei dem Kabel ist, ich meine, das ist das Beste in der 10mm Kabel. Ja, das Hyperflex 10 ist, es gibt kein besseres in der 10mm, es gibt nur mehr 13mm und stärker. Aber das ist dann schon übertrieben. Das Einzige, was diese neuen Kabeln haben, sie sind halt druckempfindlich. Also bitte nicht irgendwie scharf um 90 Grad abknicken und auch nicht mit Nagelschellen, so dass man mit dem Hammer dann draufhaut, wenn man den Nagel nicht trifft. Gell. Also, nicht herumlatschen auch nicht, aber das weißt du ja eh. Also ansonsten gibt es da keine Probleme. Gell? Dann hast du alles Mögliche getan im Zusammenhang mit der Antenne, mit der Graziole HW, mit der Halbwelle 10V. Mehr kannst du nicht machen, Alfred. Zu dir nochmal. Ja, danke. Nein, wird alles mit industrielle UV-beständigen Kabelbinder. Na, sehr gut. Na, ja. HW von mir, von der Firma. Also sehr gut. Ich wollte mich nur bei dir bedanken, gell? Na, gerne. Wieder im Hintergrund. Gerne, gerne. Danke nochmal und wie gesagt, schöne Grüße an die ganze Runde da. Mach ich.
Danke, danke, Alfred. Ich werde jetzt auch weiterziehen. Ich melde mich später noch einmal. Wie gesagt, jetzt eine Zwischenetappe. Leopoldsberg, früher war Kallenberg, und ich melde mich dann nachher noch einmal beim Runtergehen. Gell? Ich gehe da zu Fuß runter und fahre dann wieder mit dem Autobus zurück. Pfiat euch da dabei und danke für nette kurze QSO. So, schauen wir mal, wer da noch da ist. Danke, danke. Danke, Sat 1. Letzte Frage noch zum Alfred. Alfred, war das jetzt im 22. Bezirk, war das jetzt über das Gateway oder war das direkt über die HF, Alfred? Zu dir. Ich komme über die HF. Ah, Wahnsinn, das geht da von Leopoldsberg direkt in 22. um über die HF. Das ist ja unglaublich. Kannst du mir vielleicht noch kurz Werte geben und dann lasse ich den Ruhe rein. Ja, wie gesagt, S1, Radio 5. S9 Radio 5, super. Und das mit der 25 cm Gummiburst. Gell? 25 cm Gummiburst. Ja, natürlich habe ich die abgestimmt auf 27 MHz, weil die war ja ursprünglich resonant am 10 Meter Amateurfunkbandel. Da spielt sie ja grottenmäßig. Da spielt sie grottenmäßig und abgestimmt, ja, geht die Tadel los. Siehst du, bis in 22. mit Nein, irgendwas und Radio 5. Gut, okay, ich lasse euch in Ruhe. Bis später dann. Pfiat euch. So, schauen. So, gut, los. Was sagt er? Gut, lass uns. Mahlzeit. Alfred, bis später, pfiat euch. So, gut. Lassen wir es gut sein. Wie gesagt, ihr seht, bis in den 22. Bezirk mit der Gummiwurst geht das. Rüber, werde ich dann noch verlinken, wie ich die abgestimmt habe. Gell? Passt, gut. Danke, bis später. Pfiat euch dabei. Rund um Wien gibt es viele schöne Plätze. Ja, aber das habe ich noch gar nicht gekannt da. Gell? Das ist da irgendwo so auf halber Höhe. Gell? Und mit Bankerln und tollen Aussicht da auf irgendeinen Hafen. Ich glaube, ist das der Kuchelauer Hafen, kann das sein? Ich weiß jetzt nicht. Und dann Kallenbergdorf da unten, gell? Kallenbergdörferl, und da hinten im Hintergrund Wien. Also echt toll, das erreicht man halt nur zu Fuß, gell? Weil da sind viele Stiegen und steile Wege, also da kann man weder mit dem Radl noch mit dem Auto her. Gell? Zu dir noch mal kurz und dann geht er weiter. Schauen wir mal. Ja, schon, gell? Ja, nein, wir höchstwahrscheinlich. Ja, naja, warte mal. Ja, wirst das Kuchen raus sein. Ich glaube schon. Du ihn kannst nicht sein. Nein, so weit. Weg, also höchstwahrscheinlich wird es Kuchelau sein. Nein, ich glaube nämlich auch, dass das Kuchelau ist. Aber ich weiß es nicht. Ich muss jetzt daheim dann auf der Karten schauen. Nein, aber spitzenmäßig ist das da. Auf jeden Fall danke und jetzt werden wir weitergehen, gell? Und absteigen zum Heurigen dann unten irgendwo. Gell? So. Schauen wir. Das ist aber gut verarbeitet oder Speckbrot oder ja, Speckbrot. Genau, Speckbrot. Dazu oder sowas, ne? Ganz genau, Alfred, und ich trinke gern für die mit, hey, gell? Also dann, bis später. Bis später, weiß man. Viel Spaß noch. Danke. Danke, danke. Vierte. So, gut. Also, jetzt geht's runter Kallenbergdorf Richtung Heurigen, gell? Bis später dann, Jungs. Danke. So, und da hört man auch die Zikaden im Hintergrund. Ja, da gibt es nämlich eigene Zikaden, Mikroklima, hört ihr das? Hört sich an wie in Kroatien oder Italien. Ja, Klimaerwärmung, das heißt, bei uns sind die Zikaden schon angekommen. Das ist nicht Kroatien, das ist auch nicht Italien, sondern das ist Wien. In Wien zirpen die Zikaden. Hört ihr's? Da irgendwo. Ja, und es ist schon ziemlich warm heute. Sonne kommt raus, ja, und die Zikaden kommen auch raus. Zumindest singen sie, gell? Da, jetzt hast du die Zikaden. Ja, das ist wie im Süden, wie in Südeuropa. Überall die Zikaden, die sind da endemisch, ja, weil es hier schon so warm ist. Gell? Hat aber nichts mit der Klimaerwärmung zu tun, gar nichts mit der Erderwärmung, gell? Hi. Natürlich, nur mit dem, mit was sonst. So, gut, gehen wir weiter runter. Da unten ist die Donau und der Heurige wartet auf uns. Gell? Also bis später.
So, da oben irgendwo hockt die Zikade. Gell, das ist nicht Kroatien und auch nicht Griechenland, sondern das ist Wien. Gell? Da unten Kalmbergdörfe, ja, da hinten Donausitte, Business Center von Wien. Ja, dann schauen wir dann. Passt. So, wo ist die Zikade jetzt? Die ist verstummt. Die ist jetzt verstummt, die Zikade, aber sie wird schon wieder kommen. Sie wird schon wieder kommen. Gell? Gut, also das wollte ich euch nur demonstrieren. Dass es hier in Wien Zikaden gibt mittlerweile. Gell? Wie im Süden von Europa.